Die Beobachtung einer Unterwasserlandschaft, wie sie sonst nur dem Taucher vorbehalten ist, ist dem Aquarianer zu jeder Tageszeit und sogar nachts möglich. Ob es nun ein Süß- oder Seewasserbecken ist, ein großes Malawi-Becken oder ein kleines Garnelenbecken auf dem Schreibtisch, es ist einfach schön anzusehen. Bei der Einrichtung von Aquarien sollte man einen Punkt besonders berücksichtigen. Je tiefer ein Aquarium ist, desto wirkungsvoller lässt es sich einrichten. Diese Erkenntnis ist nicht neu, zumal man weiß, dass durch die Lichtbrechung des Wassers optisch einiges an Tiefe verloren geht. Sicher, ein 60 cm tiefes Becken bleibt natürlich 60 cm tief, doch frontal betrachtet schrumpfen diese 60 cm auf 40 cm zusammen, sobald Wasser eingelassen wird. Die Aquariumrückscheibe bewegt sich dann also optisch um ein Drittel nach vorn. Nun bietet der Zubehörhandel komplette Rückwände und eine Fülle von nachempfundenen Steingrotten oder Uferlandschaften an, die alle aus Kunststoff bestehen und ins Becken eingeklebt werden. Dadurch verringert sich die Beckentiefe noch einmal um einen nicht unerheblichen Wert. In einem alten Aquaristikbuch von 1960 las ich mal etwas über eine Panoramarückwand. Das war ein hinter dem Becken angebrachter Gestaltungskasten, ähnlich einer Theaterkulisse. Hier war man völlig frei in der Gestaltung, konnte effektvoll dekorieren, beleuchten und hatte keinerlei anschließende Reinigungsarbeiten. Ich ging also durch einen kleinen Wald in meiner Nähe, fand neben Ästen und Wurzeln auch gut erhaltene Baumrinde. An unserem Teich fand ich etwas Moos und Gräser. Ich schraubte alles auf eine Sperrholzplatte, die von einem Buchenbrett eingefasst wurde. Der Kasten wurde mit LED-Streifen versehen und es wurde alles hinter das Aquarium gestellt. Der Erfolg war verblüffend. Obwohl der Rückwandkasten nur 20 cm tief war, wirkte das Aquarium deutlich tiefer. Auch durch den Bodengrund, der nach hinten weiterging. Die 20 cm werden nämlich durch das Wasser nicht verkleinert, sondern gleichen den optischen Verlust von Tiefe wieder aus. Ja, man hat sogar den Eindruck, das Wasser wirkt wie ein Vergrößerungsglas. Zudem kann man hier ein wenig mit den modernen LED-Lichtstreifen spielen, einschließlich des Mondlichtes bei Dunkelheit. Mit ein wenig handwerklichem Geschick ist so ein Panoramakasten leicht herzustellen. Man benötigt dazu eine 8 mm Sperrholzplatte für die Rückwand, ein 20 cm breites Kiefernbrett als Bodenplatte sowie Metallwinkel, Schrauben und ein bisschen Pronal zum Verkleben. An den Seiten werden noch so kleine Sperrholzblenden eingeklebt, damit der feine Sand im Kasten gehalten wird. Anschließend wird der fertige Kasten hinter das Aquarium geschoben. Man sollte mit Silikon abdichten, damit der feine Sand nicht permanent durch die schmalen Ritzen wieder herausrieselt. So, nachdem die Rückwand angebracht ist, wird der feine Kies eingefüllt, der auch im Aquarium Verwendung findet. Für mein Diskus-Aquarium verwende ich Spielsand aus dem Bauhaus. Der ist unbelastet, billig und vor allen Dingen sauber. So, später werden die drei Seiten mit Edelholzblenden versehen, die einfach mit sichtbaren Messingschrauben verschraubt werden. Unter die abnehmbare Deckblende werden die LED-Lichtstreifen installiert, die später über eine Schaltuhr gesteuert werden. Hier kann man mit Farbe und Leuchtstärke alle möglichen Effekte erzielen. Nachts gibt es bei mir ein Mondlicht. Das ist ein sehr kleiner LED-Strang, bei dem alle Leuchtdioden abgeklebt wurden. Nun können sich meine Fische auch nachts orientieren. Ja, und hier im Bild sieht man deutlich die gewaltige Tiefenwirkung eines 20 cm tiefen Rückwandkastens. Die Tiefe wird durch die Weiterführung des Bodengrundes noch verstärkt. Einmal pro Woche wird die Rückscheibe gereinigt mit einem nicht zu engmaschigen Netz. Das Netz hat den Vorteil, dass die feinen Sandkörnchen sich nicht so leicht festsetzen können. Denn nichts wirkt so unschön wie Schrammen im Spiegelglas. So, wenn gegen 22 Uhr das Licht ausgeht, wird die Rückwand noch etwa eine Stunde schwach beleuchtet.
Danach gibt es Mondlicht und alle gehen schlafen.